Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich begrüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Strategic Command World War One gegen Strategie und Spaß in den letzten Zügen. Ich hatte ihm vorgeschlagen, also könnte er theoretisch jetzt kapitulieren, weil es eigentlich vorbei, aber er will auf jeden Fall bis zum letzten Mann kämpfen. Okay, da sehen wir es auch. Oh, ist ein bisschen laut. Dann sollen wir ihm das ruhig gönnen, dass er bis zum letzten Mann kämpft. Mal gucken, was jetzt passiert. Ob wir das jetzt reinbekommen oder die nächste oder diese Runde. Mal sehen. Also große Überraschungen gibt es nicht mehr. Nur eine kleine Sache vorweg. Oder, ja doch, geht eigentlich. Ich kann sein, dass das Rematch, also die Rückrunde, etwas auf sich warten lässt, weil er noch nicht sofort aufnehmen kann. Beziehungsweise, was heißt sofort aufnehmen kann, dass er nicht sofort die nächste Runde direkt dran setzen kann. Ne? Also, ja. Er braucht ein bisschen Zeit. Er wird das wahrscheinlich in seinen Videos selber genauer beschreiben. Die dumme Sau, wieso hat er das geschafft, jetzt zwei Schaden dazu machen? Wie gemein. Ja. Gut, schaut am besten bei ihm rein, wenn ihr das genau sehen wollt. Unter 25%, hier ist eine Mine, ich fahre eh nicht mehr raus. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sich das hier überhaupt noch lohnt, durchzuklicken. lauf dahin. Wir könnten die eigentlich hier platzieren und dann warten, ob wir irgendwo eine gute Position finden. So, hier sind noch ein paar Amerikaner. Also nachdem hier ein Amerikaner stand, dachte ich, dass jetzt hier was Ernsthaftes wäre und nicht das. So, okay. Die Österreicher ziehen sich mal zurück. Gut, die Kavallerie kommt noch mit, aber ja. Mal gucken, ob wir die Osmanen, nicht die Osmanen, die Amerikaner jetzt aus dem Irak vertreiben können. Du gehst lieber mal dahin, du nach da. Hierhin, so. Ich mache jetzt nicht mehr alles so genau, das ist einfach durch. Nur er hat halt gewünscht, dass sie die Runde noch beenden kann, dann soll er es tun. Okay. Dann soll er es tun. Tobruk haben wir genommen. Ich glaube, das könnte wieder ein paar Punkte gegen Italien geben. Okay. Ja. Geh du mal nach da, du nach da. Könntest nächste Runde schießen. Also eine Stadt, die da frei steht, kann ich jetzt nicht einfach ignorieren. So. So. Okay. Wir müssen einfach die Angriffe vorbereiten. Das funktioniert so nicht. Klatschen wir mal das Schiff. So. Du rückst hier durch natürlich. Du nach da. Hier hin. Dahin. Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier mal abbrechen und gehen einfach mal nach hier, ob ich da ernsthaft reinkomme. Das wäre natürlich ein guter. Wobei beides, ne? Komm, flieg da mal drüber, bitte. Danke. Und du auch so. Gut. Komm, wir machen jetzt erstmal hier frei. Kommt nicht dran.
Mal gucken, welches wir besser kaputt machen können, um an Paris dran zu kommen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir beides schaffen. Wobei, da hätten wir halt mehr Angriffe frei, ne? Hier oben. Oh, ist schon durch. Fünf. So, da haben wir das schon mal. Der muss hier rein. Mal gucken, was passiert. Du musst noch da, du hast angegriffen, ne? Ja, da musst du weg, du musst nach vorne, um Paris beschießen zu können. Ich würde dich gerne auffrischen können. Vier. Okay, das ist sogar tendenziell eher schlecht. Wirklich? Komme ich da nicht weiter? Ist halt einfach ein Trauerspiel gerade hier. So. Aber wenn ich kapitulieren will, ich kapituliere nicht natürlich in so einer Situation, aber dann muss ich es durchspielen. Dann müssen wir es durchspielen. So, Aufklärungsbomber bitte einmal verbessern. Verbessern. Ach so, ich hätte da noch was gehabt. Also diese Runde würdet nichts mit Kapitulation. Ja, 6 ist ein bisschen zu wenig. Du gehst mal hier ran. Du da rein. Du da rein. Du da rein. Das funktioniert alles nicht. Wurscht. So, zack. Auffrischen. Du ein Stück näher ran, du ein Stück näher ran. Du ein Stück näher ran. Du ein Stück näher ran. Ist doch irgendwie blöd. Ah, ich dachte, ich kann mich mit dem noch verschanzen. Der hatte nur einen Punkt gehabt. Ärgerlich. Jetzt prügelt er mich dann nächste Runde wieder raus. 8%. Doch nicht. Okay. Du da rein. Du hier rein. Du hier hin. Mit nach vorne, mit nach vorne. Der Panzer nach vorne. Aufklärer nach vorne. Konnte keinen Schaden machen. Wir könnten hier oben die Verbindung schaffen. Okay. So. Verschanzen. Aber wenigstens die Verbindung hier geschafft. Ich weiß gerade gar nicht.
Ja, es wird in unterschiedlichen Farben angezeigt. Okay, dann ist das hier wirklich österreichisch und das hier ist deutsch besetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber hier. Es hilft halt nicht. Hier aufs Meer rauszufahren ist Selbstmord. Das ist ein böser Zerstörer, der mich nicht interessiert. Nach ein U-Boot so. Zack. Verbessern wir mal. Verbessern wir mal. Ja, wir könnten ihn theoretisch jagen. Hier rein. Meinetwegen kriegst du die Sachen. Dann fährst du mit. Wir bereiten das jetzt mal vor. Du fährst mit. Brauchst du U-Boot-Jagdsachen? Ja, brauchst du. Dann fährst du meinetwegen nach hier, dann fährst du nach da. Das ist auch noch eine Mine. Ja. Hat alles zugelegt. Mit dem gehen wir scouten. Die können wir nicht mitnehmen, passt. Hier brauchen wir nichts machen, da brauchen wir nichts machen, da brauchen wir nichts machen. Ersparen kann ich euch das leider gerade nicht. Aber gut, dafür habt ihr halt die Funktion, entweder einzuschalten oder nicht, ne? Osmanische Artillerie, ja. Ist eigentlich irrelevant. Eigentlich irrelevant. So. Brauche ich noch was? Ich würde sagen, nee, ne? Hier 8%. Stehe weiter vor Paris, haben ein Feld weiter eingenommen. Das zweite Feld habe ich leider nicht bekommen. Was ein bisschen ärgerlich ist irgendwie. Kriege ich das hier noch durchgetauscht? Ich könnte es mal hier legen, ne? Hilft aber eigentlich gar nicht. Ich müsste nach hier. Dann kann ich das hier beschießen. Frage ist aber, ob das nicht nächste Runde schon wieder übertritt mir. Also. Das glaube ich, hilft das gerade gar nicht. Ein Amerikaner. Nee, jetzt forschen tue ich jetzt nicht mehr. Das ist Blödsinn und bauen. Deutschland feiert die Dinger von Lettow Vorbeck, hatte ich gerade gesehen. Meine ich stand da. Norweger protestieren gegen die Angriffe. Bei der Kollision in Halifax kommen 1000 ums Leben. Es entsteht Krieg. Okay. Deutsche Agenten stehen im Verdacht für die Halifax oder bla bla bla. Okay, die Italiener sind geschwächt. Aha. Och nee. Ah, das verzögert das doch nur. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dann. Ciao.